neben mich und dirigierte mich mit fuchtelnden Händen durch die letzte Variation. Ja, dieses übermäßige Engagement hat mich dann so abgelenkt, dass ich tatsächlich diese Variation fehlerfrei durchgespielt habe. Begeistert gingen wir beide zurück ins Tonstudio. Deutlich weniger begeistert teilte uns der Tonmeister mit, dass diese Aufnahme völlig unbrauchbar sei. Ja, mein Vater hatte Unmengen von Kleingeld in der Hosentasche, sodass ich diese Aufnahme wie eine Weihnachts-CD anhörte. Hat halt ordentlich geklimpert. Ja, bis zum heutigen Tage habe ich so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn ich diese letzte Variation spiele. Mal sehen, ob sie heute Abend beim ersten Versuch klappt. Von Kreisler, Thema über die Variationen von Corelli.